Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und ihren Kiddos. Und ich weiß gar nicht, wieso wir um 4 Uhr nachts überhaupt noch alle wach sind. Deswegen werden wir jetzt schlafen gehen. Obwohl sie arbeitet noch an ihrem Projekt. Dann kann sie das noch beenden vorher. Irgendwie, das Spiel wirkt irgendwie sehr verglitscht. I don't know. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist einfach so kalt in Real Life, ne? Oh mein Gott, ich... ich weiß gar nicht, wie überhaupt noch die stehen kann. Ich sitze. Aber das ist schon schlimm genug. Aber wir haben die Lotterie leider nicht gewonnen. Lass dich vorstellen. Dieses Spiel leckt heute aber auch echt krass, ey. Ich weiß nicht, irgendwie ist es heute nicht so der Tag des Spiels. Linus ist Einsatzschüler. Cool. Warum ist er schon früher zu Hause? Oh, er... Randale. Das, war schlecht. Cherry ist Zweierschülerin. Barry ist Zweierschülerin. Penny ist Einsatzschülerin. Cool, Linus, das tut mir leid. Au! Vorsicht, Linus verwandelt sich. Werwolf-Sims, die maximale Wut erreichen, explodieren vor Zorn und beginnen zu randalieren. In dieser Zeit besitzen Werwölfe fast keine Kontrolle mehr über sich selbst und folgen ihren bestialischen Instinkten. Woanders heulen? Fragezeichen. Können ja nebenbei vielleicht Penny schon mal altern lassen. Außer sie hat zu viel Angst vor ihrem Bruder. Happy Birthday to you. Dieses Bild sagt schon wieder alles aus. Sie ist einfach ein Vampir. Sie ist alles dreckig schon wieder. Und sie hat einfach Geburtstag. Wow. We love it, Alter. Hauptsache, er ist trotzdem beim Geburtstag dabei, wa? Das mit dem Geburtstag haben hat trotzdem nicht funktioniert. Schade. Ich habe ihn jetzt mal rausgeschickt und versuch's jetzt nochmal. Vielleicht hat sie ja jetzt Bock. Na komm. Meine Liebe. Yay. Sie ist ein Vielfraß. Und eine Tierfreundin. Abschluss mit Auszeichnung. Ja, toll. Dann kann sie auf jeden Fall schon mal gehen. Er kann noch nicht Geburtstag haben. Er muss erst wieder normal werden. Aber er wird wieder normal, oder? Ja, nice. Peng. Juhu. Dann haben wir nicht so viel mit ihm erfahren können, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber manchmal ist das Leben einfach so. Er soll jetzt trotzdem Geburtstag haben. Happy Birthday to you. So, auf geht's, ab geht's. Yay. Er ist paranoid und möchte eine erfolgreiche Abstammung haben. Und wisst ihr, was das heißt? Wir können jetzt wieder Kinder kriegen. Tschüssi, Linus. Tschüss. Wir hatten uns, glaube ich, noch keinen überlegt, oder? Mir fällt jetzt zumindest keiner ein. Hier regnet es leider auch gerade generell. Das ist dann auch nicht so optimal. Dann kann sie ja woanders hingehen und da mal suchen nach jemandem. Und die Person können wir dann ja mit nach Hause nehmen, damit wir die erhöhte Chance haben, Mehrlinge zu bekommen. Vielleicht gehen wir mal in diese Bar hier. Hallo. Jetzt hoffe ich, dass hier ein Mann irgendwo ist. Frau, das ist auch eine Frau, das ist eine Frau. Ich will keine Frau. Na, den hatten wir schon leider. Oh, hallo. Es ist Ritternacht, oh mein Gott. Warum ist er verängstigt? Wegen dem Gewitter? Naja, ist mir egal. Wir nehmen den jetzt einfach. Aber wir können ihn jetzt schon küssen. Ich lieb's, dass es manchmal so schnell geht, ne? Und dann fragen wir ihn um Verabredung, gehen dann zu mir nach Hause. Dann haben wir ein Techtelmechtel und hoffen, dass wir direkt schwanger werden. Und da sind wir auch am Start. Oh, wir können direkt 3 for pregnancy. Let's go. Hello, can you please 3 for pregnancy? No protection was used, I know. Mach mal bitte einen Pregnancy-Test. Hopefully this works. No, sadly not. Then we can try it again. Pregnancy-Test. Okay, komm, gönn jetzt. Melody ist nicht schwanger. Jetzt komm ran. Wenn du es vernünftig machen würdest, dann würde es auch klappen, ja? Es ist nur Hectors Schuld. Man kennt es. Diesmal aber. Aber ich finde es halt so lustig, sie ist auf 100% und trotzdem kann sie am Ende nicht schwanger sein. So, das ist halt, das macht gar keinen Sinn. Sie hat es schon wieder nicht geschafft. Also ganz im Ernst, es kann nicht sein, Leute. Reif verbrennen sie. Dieses Spiel macht mich fertig. Es muss ja hier irgendwann funktionieren, ganz ehrlich. Es ist schon wieder mitten in der Nacht, ne? es ist einfach alles schrecklich. Eva Mondschein ist gestorben. WTF, Alter. Warum sterben alle meine Kinder? Ja, die Verabredung ist beendet. Wollen wir mal sehen, ob die Verabredung beendet ist. Bitte. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Nicht auf Wiedersehen. Du bleibst schön hier. Ich sitze einfach in Real Life jetzt schon irgendwie schon wieder fast 10 Minuten hier dran. Nur, dass die schwanger wird, ne? Ich kann das alles nicht mehr. Na komm. Melody ist nicht schwanger. Es kann nicht sein. Es ist mir egal, wie oft ihr das versuchen müsst hier. Versuchen wir einen neuen Schwangerschaftstest zu machen. Unser ganzes Geld fließt einfach nur in Schwangerschaftstests. Das kann nicht sein. Da muss es ja an ihm liegen. Also ehrlich. Also ich habe sie ja wirklich auf 100%. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss los, sonst danke, dass ihr Zeit genommen habt. Oh mein Gott.
Es klappt einfach nicht. Okay, dann versuchen wir es später nochmal. Ich lasse Melody jetzt erstmal ein bisschen schlafen. So, und dann rufe ich den jetzt nochmal an. Dann fragen wir ihn mal nach Fertility. Nicht, dass er vielleicht einfach unfruchtbar ist. Okay, er wüsste jetzt nichts. Dann gibt es ja keinen Grund, warum du es nicht nochmal versuchen solltest. Er hat einfach keinen Bock mehr auf uns. Oha. Jerry ist Einsatzschülerin. Oh mein Gott. Barry nicht. Hä? Happy Birthday to you. So, und sie ist eine Einzelgängerin. Sie ist so traurig einfach. Oh mein Gott. Sie möchte Selbstpflegespezialistin werden. Ich finde, ihre Frisur passt dann auch gut dazu. Aber die beiden Kleinen können auch fast gealtert werden. Deswegen warte ich das jetzt noch einen Moment ab, bis wir in den Cast hoppen. Oh, das können wir diesmal, glaube ich, eh nicht machen. Ich nehme nämlich schon wieder ziemlich lange auf. Upsi-dupsi. Dann kümmern wir uns lieber darum, dass wir hoffentlich endlich mal schwanger werden und dass wir eben die anderen Kinder altern. Und dann wird das schon alles in Ordnung sein hier. Jetzt kam Melody. Auf geht's. Beste Freunde werden. Nein. Bitte. Warum? Es klappt einfach nicht. Es kann doch nicht sein. Es muss dann ja an ihm liegen. Ich cheate ihr das jetzt mit ihm, weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie 8 oder 9 Mal oder so mit dem versucht, hier ein Techtelmechtel zu haben und es klappt halt einfach nicht. Und ich finde es dann einfach irgendwie ein bisschen scheiße. Und irgendwas ist mit dem Spiel nicht richtig. I don't know. Deswegen cheate ich das jetzt einfach. Ist mir egal, was ihr davon haltet. Aber ab irgendeinem Punkt ist es auch einfach vorbei. So, ich habe es nicht gesehen, tatsächlich, was es wird. Deswegen, ja, ist das jetzt auch für alle eine Überraschung. Toll. Und dieses Kind muss dann noch ein bisschen die Bärchen hier knuddeln, beziehungsweise die Kätzchen in dem Fall. So, Kind, hör auf, über Fastfood zu reden und lass dich jetzt feiern, I guess. So, let's fucking go. Happy Birthday to you. So, und du bist ein Hundefreund. Und super kreativ. Jetzt komm, Astor. Jawollo. Und Happy Birthday to you. Juhu. Und du bist gesellig und super motorisch. So, der Nachteil daran, dass ich sie ercheatet habe, ist jetzt, dass wir erst in diesem Vorstadium sind von der Schwangerschaft. Aber ich finde, dadurch, dass ich sie dann ercheatet habe, ist es dann jetzt auch irgendwie fairer dann, wenn wir dann dadurch ein bisschen Zeit verlieren, in Anführungszeichen. Das hier war schon wieder eine wilde Fahrt heute mit uns, deswegen sollten wir vielleicht heute mal wieder aufhören. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und genauso hoffe ich, dass es euch heute gefallen hat. Bis dahin und tschüss!